Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem unserer neuen Lieblingsspiele. StarMade heißt das gute Spiel. Ich spiele wieder zusammen mit dem hier. Da heißt er jetzt Average, das ist sein Steam-Name, falls ihr ihn adden wollt. Aber es ist natürlich der Alex. Hallöchen. So, in der letzten Folge wollten wir eigentlich die Meteoriten abbauen, um uns neue Schiffe zu bauen. Aber wir haben einfach keinen Bock mehr darauf, dass unsere Schiffe immer zerstört werden. Deswegen seht ihr da unten bei mir in der Leiste, haben wir ein bisschen nachgeholfen, da das ja sozusagen unser eigener gehostete Server ist, können wir hier nämlich auch cheaten ein bisschen. Und da wir einfach mal unserer Fantasie und unserer kreativen Kunst freien Lauf lassen wollten, haben wir uns ein bisschen was gecheatet und dann bauen wir uns jetzt mal zwei etwas kleinere Raumschiffe, mit denen wir dann unsere Mission sozusagen fortsetzen können und wir nicht sofort von Piraten weggeschleddert werden. Wie? So, dann baue ich jetzt erstmal einen Schiffscan. Schauen wir mal, da ist der Schiffscan. Tue ich erstmal anstelle der Gravity Unit. Ich bastel jetzt auch erstmal einen Schiffskernchen. Achso, wie mache ich das nochmal? Neues Schiff ist über. Das reicht nicht auch gerade. Ach ja. Über geht X. Das nochmal? Achso, ja klar, stimmt. Ich nenne es einfach mal. Kloßbrühe. Kloßbrühe. Warte. Ich muss das Ü wegmachen. UE. Kloßbrühe. Warte. Kloßbrühe. Jetzt geht's. Okay, das Raumschiff Kloßbrühe existiert jetzt offiziell. Mein Raumschiff hat einfach irgendeinen komischen nummerierten Namen. Warum hast du keinen richtigen Namen gegeben? Brauche ich nicht. So Leute, also wir wollen jetzt erstmal. Okay, warte, ich nenne es Lisbeth. Lisbeth? Ja, es ist. Finde ich gut. Der lustigste Name, der mir gerade eingefallen ist, spontan. Ja, doch, finde ich gut, ne? Wenn irgendwer dieses Video guckt, der Lisbeth heißt, nein, das ist nicht diskriminiert gemeint oder so. Diskriminiert. Nee, diskriminiert, ey. Diskriminierend, so, meinte ich. Nein, das meine ich gar nicht. Nicht von einer. Du kannst einem wegen seines Namens. Weil dein Schiff, ja, du weißt schon, wie ich das meine. Ja, nee, es muss schon alles seine Ordnung haben. Und da ist jetzt ja auch nichts mehr dran zu rütteln. Übrigens, falls ihr. Es bleibt alles so, wie es ist! Falls ihr euch wundert, ich bin etwas erkältet. Ja. Aber ich hoffe, es wird nicht so wie damals, als ich so diesen Hyperhusten hatte und überhaupt nicht mehr drauf klargekommen bin. In der Tat, das war. Wirklich schlimm. Nicht so geil. Wir dürfen unser Raumschiff nicht zu groß machen. Ich sag mal, wir machen es bis zu einer Länge von 20 Metern, okay? Wo steht denn die Länge? Das kannst du da links sehen. Länge ja, 20 Meter. Passt. Gut. Das passt. Achso, warte mal, ich muss ja vorne auch noch eine Spitze ran machen. Deswegen muss ich hier hinten wieder ein bisschen was wegnehmen. Okay. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, alles klar. Okay, das hätten wir schon mal. Dann bedauerlicherweise noch null Power, Leute, das seht ihr ja. Aber das kommt gleich, keine Sorge. Der Jan denkt an alles. Was nicht so passt, wird passend gemacht. Das und das. Wir wollen das hier alles ein bisschen abgerundet machen, damit das vernünftig aussieht. So, sind wir jetzt bei 20 Meter? Ja, sind wir. So, das gefällt dem Janni-Boy doch sehr gut. Da sind die. Die allseits beliebten Energiegeneratoren, die wir hier natürlich ins Schiff reinbauen müssen. Ne? Was erwartet ihr? Natürlich müssen wir das. Zack, 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 zack. Davon nehmen wir gleich ein paar mehr, damit unser Schiff auch ordentlich Saft hat. Um es jetzt mal so pervers wie möglich auszudrücken. Der Saft des Lebens. Ja, genau. Energiesaft! Dieser Saft macht dich stark. Oh, Alex. Was denn? So, nichts. Das war nur so super gut. Alles klar, okay. ihr seht, also zumindest haben wir jetzt schon mal Saft. Die Poweranzeige hat sich unten aufgefüllt. Saft. Dynamo. Saft. Wird alles über einen Dynamo betrieben? Mhm. Saft. Das ist ein schönes Wort, ne? Multivitaminsaft. Ich habe mir heute Saft gekauft, so zu sagen, um ein bisschen Vitamin C reinzubekommen. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich mir Saft kaufen soll, aber dann habe ich es doch gelassen.
Warum? Keine Ahnung. Wieso? Was hast du gegen Saft? Wir haben Bock, Flaschen zu schleppen. So, ihr seht jetzt hier, die Triebwerke gehen an. Ne? Ja, sehr geil, sehr geil. Das heißt, wir haben schon mal Saft und Speed. Saft und Speed. Jede Menge Saft und Speed. Sehr geil, sehr geil. Okay. Dann brauchen wir noch Schilde. Ja, ich muss das Ganze etwas breiter machen. Ich baue meinen See in die Höhe. Okay. Ja, ich will mich auch dann bewegen können, deswegen. Ja, das kann ich ja. Bei mir. Ein ganz kleiner Schlingel, du, wa? Ja, das bin ich wohl. Kleiner Schlingel, du. Das bin ich wohl. Ups, jetzt habe ich aus Versehen einen Dings rangeklatscht, das wollte ich natürlich nicht. Schilde brauche ich auch noch. Wisst ihr, wer uns das Spiel empfohlen hat? Das war übrigens der Micha, den kennt ihr ja alle und ihr liebt ihn alle. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der zuhört. Hat er sich ganz gemutet? Der ist nämlich auch noch im TS. Micha, falls du zuhörst, sag mal hallo. Er hört wohl nicht zu, schade. Nein, er hört nicht zu, wie kann vielleicht er ist, nur... Vielleicht ist er auch einfach nur schüchtern. Ihr kennt ja unseren Micha. So. Unseren Micha. Unseren Micha. Unseren alten Kompan. So, warum geht es nicht? So. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen, oder? Ein bisschen dildo-mäßig, aber gut. So muss das einfach sein. Okay, okay. Weapons Computer. Das ist ein bisschen dildo-mäßig, aber dildo-mäßig ist gut. So, da haben wir eine Reihe. Ein kleines bisschen dildo-mäßig. Kann nie schaden. Denn es ist ja ein Dildo. So, jetzt baue ich die restlichen Schildgeneratoren hier hin, damit man auch ja mir nichts antun kann, sozusagen. Damit ich hier nicht wieder rumkreischen muss, wenn mein Raumschiff angegriffen wird. So nach dem Kreisch! Motto. Gott, Himmel, hilf mir. God damn hell, what's going on here? In outer space? Das wäre sehr, sehr schlecht, wenn das passieren würde. So. Was brauchst du denn? Nee, ich guck gleich mal zu dir rüber, warte. Wo bist du denn? Man sieht ja dein Raumschiff immer nicht, weil es so dunkel ist. Da unten ist es. Was sieht die ja Nacht? Schwarz bauen, wie so ein kleiner Emo. Ich weiß. Schwarz ist halt einfach meine Lieblingsfarbe, wenn man Schwarz als Farbe bezeichnen kann. Kann man nicht. Schäme dich. Okay. 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 Okay, wir haben Schildgeneratoren, wir haben einen Antrieb, der momentan etwas kümmerlich ausfällt, aber da packe ich dann noch was in die Seitentriebwerke rein. Keine Sorge, warte, ich tue eigentlich hier nochmal was rein. Fällt mir gerade so auf. Kann ich eigentlich auch machen, ne? Ach, scheiße. Wartet. Es soll ja auch ordentlich aussehen und deswegen, damit das auch authentisch aussieht, machen wir so. Okay. Verzeihung. Hat eigentlich jemand von euch mal Bock, hier rauf zu joinen auf unseren Server? Das könntet ihr mal machen, dann könntet ihr mal mit bei uns in der Aufnahme sein. Voraussetzung ist wie immer, ihr habt ein einigermaßen vernünftiges Mikro. Wie? Die Altersvoraussetzung ist natürlich nicht gegeben. Damit darf ja jeder spielen. Also ihr dürft meinetwegen auch... Solange ihr unseren und die deutsche Sprache auf Ende des Grundschulwissens beherrscht, dürft ihr bei uns mitmachen. Dann dürft ihr gerne mal bei uns hier auf den Server kommen und mit uns eine Runde damit aufnehmen. Das wird sicher lustig. So, okay. So viel dazu. Dann muss ich jetzt hier das mal ein bisschen zumachen hier. Einmal hier, zack, zack. Nein! So. Und dann da. Zack, 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 zack. Ach, scheiße. Nein! Oh. Immer diese harten Fehlklicks, das schreit man dann immer so. Nein, nicht! Okay. So, wo? Ich habe hier doch irgendwo Glas abgespeichert. Why so serious? Glas, da ist Glas. Ihr seht, es gibt auch so Plexiglas. Ziemlich cool, finde ich das. Persönlich. Ja, finde ich auch. Besonders gut geeignet fürs Cockpit und so. Ja, man will ja auch vorne rausgucken. Oder wenn man eine Raumstation baut. So, zack. Panorama. Da, ihr seht, Fenster. Glas. Glas. Glas.
Glas, Glas. Ja, damit das Ganze natürlich wieder schön stylisch aussieht für euch, hau ich das da auch noch dran. Und andersrum auch. So. Also, wenn das nicht super geil und stylisch aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, dann fehlt dem Ganzen ja auch noch ein bisschen so flügelmäßig irgendwas. Würde ich sagen, ne? Und eine Gravity Unit müssen wir noch einbauen. Wo haben wir die abgespeichert? Die müsste ja auch irgendwo rumfliegen. Da ist sie. Die Gravity Unit. Die klatschen wir direkt über den Kern. Zack. Okay, jetzt haben wir nämlich schon mal Gravity da drin, ne? Gravity ist immer gut. Alles klar, dann machen wir das Ding oben mal zu. Achso, wir müssen ja noch eine Tür reinbauen, ne? Dann hast du eine Tür reingebaut bei dir? Das dürfen wir nicht vergessen. Hab ich. Hab in alles gedacht. Wie an immer. Alles hab ich gedacht. Scheiß auf dich, mein Schatz. Dankeschön. So. Dankeschön. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt, ich habe übrigens neue PC-Teile in meinen PC bekommen. Das werden wir in der nächsten Gamer-WG bestimmt auch nochmal ansprechen. Das ist immer alles ein bisschen problematisch, gerade mit der Gamma-WG, weil die natürlich einen recht großen Zeitaufwand in Anspruch nimmt. Ja, und wir haben natürlich noch andere Sachen zu tun. Ja, wir haben ja noch ein Privatleben sozusagen. Bitte verzeiht es uns. Wir sind noch nicht so ganz abgekapselte Anti-Real-Life-Kinder. Daran arbeiten wir noch. Nein, wir haben natürlich auch noch ein Real-Life und deswegen ist es alles momentan ein bisschen Zeitdruckmäßig, ihr wisst schon. Und deswegen, wartet. Wir haben ja auch noch unsere Website, die erfordert ja auch noch ein bisschen Arbeit. In der Tat. Und, aber das läuft alles soweit sehr gut, finden wir. Sind auch sehr glücklich damit, sagen wir mal. So. Irgendwie ist es gerade alles nicht so, wie ich das gut finde. Fehlt irgendwas. Gewisse Etwas fehlt. Scheiße, habe ich eins zu viel gebaut. So. Jetzt muss ich natürlich mal so gucken. Und Gott sprach, es werde Licht. Hast du Licht in dein Raumschiff gebaut? Logisch, muss man was sehen. Du einen schönen Bob. Ich muss ja auch was sehen, doch. Warum stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich wollte sagen, dass ich neue Rechnersachen habe, Rechnerteile. Nein. Ja, ich habe neue Rechnerteile und freue mich darüber, denn mein PC schafft jetzt wirklich absolut alles, was geht. Nein! Doch! Nein! Fick die Henne! Kann es sein! Und ja, es ist nämlich jetzt ein i7 drinne, ein 3770K mit 4x bis zu 3,9 GHz, eine 7970 Black Edition von Reden und... Ja, 16 GB Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Also es ist alles wirklich sehr, sehr nice und sehr, sehr geil. Und deswegen, ja, das wollte ich nur mal so ansprechen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euer Rechner so für Anforderungen für, ihr wisst schon, tut. Und so, ihr wisst schon Bescheid. So. So, jetzt muss ich hier mal, ich will eigentlich mein Raumschiff etwas höher machen, damit ich auch vernünftig komfortabel drin gehen kann, du weißt schon. Jo. Achso, was wollen wir denn, also 20 Meter... Nicht in so einer Zwergenhöhle, ne? 20 Meter Länge haben wir eingeschränkt und Höhe machen wir mal so 10 Meter. Weiß nicht, okay. Wie hoch mein Raumschiff wird. Na gut. Wenn hoch mein Raumschiff ist. Länge und Breite machen wir mal so auf 20 und 40, okay? Okay. Okay. Bitch. Also gerade ist mein Raumschiff lang, 10 Meter. Aber es ist halt nur der Innenraum. Ja, ist klar. Ich will noch Flügel dran bauen. Ja, ist klar, ist klar. Chill mal auf dein Leben, Alter. Du bist schon wieder voll stressig, Mann. Ja. Genau, Alex. Was ist denn los, Junge? Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Wir spielen ja auch Battlefield, da kommen bald auch wieder neue Folgen. Oh ja. War ein ganz schöner Akt, an den Key zu kommen. Oh, obwohl ja, wir schon extrem lange vorbestellt hatten eigentlich. Extrem lange ist übertrieben. Ja, 7 Tage reicht aber schon. Ja. Naja, auf jeden Fall wollten wir es relativ günstig bestellen und hatten es bei Gamerhard bestellt. Und die haben anscheinend etwas zu viele Keys gekauft. Und dementsprechend hat sie dann keine mehr und mussten auf neue Keys warten von... Verkauft, meinst du wohl? Ja, verkauft. Mussten dann auf neue warten von EA. Was natürlich etwas problematisch war, da alle Leute ihre Keys haben wollten. Und die haben sie dann dementsprechend auch
nicht bekommen. Bis jetzt, glaube ich, sogar teilweise immer noch welche. Und ja, das ist natürlich etwas bescheiden, deswegen haben wir unsere Bestellung da kurzerhand storniert. Und haben das dann bei unserem Händler des Vertrauens bei MMORPG gekauft. Und da mussten wir zwar komischerweise eine neue Verifikation machen, aber das ist ja nicht so schlimm. Keine Ahnung warum oder wieso, weshalb. Ging aber relativ schnell. Genau. Und, jetzt und haben wir ja, dann kam Keys. Auch sofort unser Key. So wie wir das von MMORPG gewohnt sind. In Topzeit. Natürlich sind die etwas überfordert gewesen da zu der Zeit. Mit Battlefield 4, aber er war in circa 15 Minuten da. Und das finde ich sehr gut für so einen Release-Tag. Also, Chapeau, liebes MMORPG. Chapeau. Haben wir schon ordentlich gezockt. Wir müssen echt sagen, das Spiel bockt auf jeden Fall. Extrem. Extrem, ja. Ist extrem geil. Wirklich. Also, man, wenn man es jetzt persönlich so auf den ersten Blick anschaut, sieht man gar nicht so einen hammergroßen Unterschied zu Battlefield 3, so für den für das nicht kennende Auge sozusagen. Alex, tust du mir gefallen, du gibst mir mal eben den Code für die Lichter. Wie ja. War das nochmal? Das war 282 für das rote Licht. Okay. Also es hat sich nicht so viel verändert. Okay. Es hat sich nicht so viel verändert, aber die Sachen, die sich verändert haben, sind doch schon recht cool, muss man sagen. Und das Beste sind die neuen Karten, weil die sind einfach nur mega geil. Ja, die Karten sind richtig Bombe. Die sind echt super geworden. Das da hat der Jan schon recht. Wirklich Respekt dafür. So, Respekt für eure Leistung. Genau. Einen schönen Applaus. So, alles klar, warte, ich will ja auch mal kurz vorankommen hier. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Toleriert ihr es eigentlich, dass wir hier cheaten? Das würde ich auch ganz gerne mal wissen. Wie findet ihr das? Ich meine, so können wir immer unsere kreative Art ausleben. Das wolltet ihr doch sicherlich auch sehen, oder? Oder? Ihr süßen Schnuckels, die alle zuschauen? Ich meine, es ist jetzt ja auch nicht so wie bei Hard wie bei Minecraft oder so. Ja, das ist ja eher... Bei Minecraft wäre es ja was anderes. Minecraft ist ja noch so ein bisschen Adventure-mäßig und so ein Kram, aber... Aber hier brauchst du Stunden, bis du so einen blöden Planeten gefunden hast und dann da seinen Kram abholen. Vor allem kannst. Ist es einfach ätzend, wenn wir dann wieder vom Piraten überfallen werden, wir einfach so gar keine Chance haben, dann wieder von vorne anfangen müssen. Jo, das ist ziemlich kacke. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das hier so zu machen. Wir wollen einfach mal so Schiffe haben, mit denen wir ganz gechillt durch die Gegend gondeln können, ohne Angst zu haben, dass wir gleich wieder von Jordan gehen. Über den Jordan. Über den Jordan, meine ich doch. Ins Nirvana. Das wäre nämlich ziemlich, das war, wir haben es ja sozusagen schon erlebt, ihr wart ja dabei, das war ziemlich scheiße. In der Tat. So richtig scheiße. Oh nee, das war echt kacke. Aber na gut, man kann es nicht ändern. Das ist sozusagen, so ist das Spiel. Deswegen... würde ich sagen, heult nicht rum, Jan und Alex. Das Leben ist hart. Jo. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es gibt jetzt auch so was ähnliches wie StarMade. Space Engineers, genau. Es hat auch eine richtig krasse Grafik bei Steam. Für 14 Euro, glaube ich, Early Access. Hat aber leider noch keinen Multiplayer. So, 3, 4, 5, 6, 7. Aber wenn das dann. 10? Wenn das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, passt. Wenn das dann irgendwann Multiplayer Meins. Haben... Alter. Wenn das dann irgendwann Multiplayer haben wird, werden wir da sicherlich auch mal reinschauen. Das auf jeden Fall. Sein. Sieht nämlich echt geil aus. Richtig geil aus, Mann. Richtig geil. So richtig. Ich glaube, wir haben es alle verstanden, Alex. Nein, das glaube ich eher nicht. Oh, doch, haben wir. Haben wir es jetzt auf gleich? Ich versuche ja immer alles so richtig schön symmetrisch zu kriegen, weil ich ja so ein Hannes bin, der immer alles symmetrisch haben muss, weil er sonst voll ausrastet. Nach dem Motto, es ist nicht gleich, es ist total unordentlich. Bei sowas bin ich immer relativ pingelig. Ja, das ist schon mal gut. So wird das natürlich nicht bleiben, keine Angst, Leute. Ihr wisst doch, der Jan kann so Raumschiffe designen, auch wenn sie dann manchmal ein bisschen komisch aussehen. Aber so ist das Leben. So. Ich versuche gerade mal rauszufinden, wie ich das jetzt am besten mache hier. So. So. Okay. Wie machen wir das denn jetzt mal?
Mann, ich brauch diese. Immer diese Drehungen, ah, jetzt so. Oh, scheiße. Was denn? Ich versuche hier gerade das irgendwie cool zu machen, aber das ist gerade nicht so einfach, merke ich. Bedauerlicherweise. Wie mache ich das denn mal? Wie mache ich das denn mal? Ah, ihr seht, Leute. Manchmal kommt sogar der beste Designer wie ich an seine Grenzen und überlegt hier, wie macht er das denn jetzt mal am besten? How can I fix it? Wie tell mache ich das? Wie? Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen bescheiden. Wie sieht denn dein so aus? Ich guck mal eben zu Alex rüber. Was zum Geier wird das denn jetzt schon wieder? Raumschiff. Sieht so komisch aus. Ja, ist es ja noch nicht fertig. Alles klar. Ich guck mal gerade mal eben. Ein Raumschiff, ein Segelschiff. Ein Segelschiff wird das. Wir werden durch die sieben Weltmeere segeln. So, ich bin jetzt gerade im Astronautenmodus, wie ihr seht. Wir nehmen wir nicht schnell auf, auch schon 22 Minuten. Leute, wir unterbrechen hier die Aufnahme. Was heißt unterbrechen? Wir beenden hier die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wie es weitergeht hier mit unseren Raumschiffen, seht ihr dann, wie gesagt, ja, ne, beim nächsten Mal. Okay, Alex, willst du noch irgendwelche süßen Wörtchen an unsere süßen Zuschauer richten? Ja. Ihr seht gerade das Raumschiff von innen. Was denn? Tschüss. Und ich weiß aber sehr lieblos. Ich glaub, jetzt sind die beleidigt. Tschüssi, Leute, bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen.